Wir müssen besprechen, was der Umbruch in Garlemald für uns bedeutet. Haben sich die Gerüchte als wahr erwiesen? Ist der Bürgerkrieg um die Thronfolge vorbei? Ja, der alte Kaiser Solussos Galvus ist tot und ein neuer Kaiser sitzt auf dem Thron. Wer ist der Nachfolger? Kaiser Solussos Galvus formte das Kaiserreich mit eisernem Willen und strenger Hand. Er verwandelte die Republik in ein Imperium und unterwarf weite Teile der bekannten Welt seiner unerbittlichen Herrschaft. Er bestimmte seinen ältesten Sohn zum Thronfolger, doch diesen ereilte ein vorzeitiger Tod. Zu diesem Zeitpunkt war Solussos Galvus bereits über 80 Jahre alt und von Krankheit gezeichnet. Prompt brach ein Bürgerkrieg aus, als sich die potenziellen Erben in Stellung brachten. Ich hatte schon gehofft, das Kaiserreich würde dadurch zerfallen und in der Bedeutungslosigkeit versinken. Soweit ich weiß, hatten der Enkel des Kaisers und dessen Onkel die stärksten Ansprüche auf den Thron. Ansprüche sind nur etwas wert, wenn man sie auch durchsetzen kann. Der Enkel des Kaisers, Varys J. Galvus, ist ein angesehener General, sein Onkel nicht. Varys J. Galvus hat sich die Krone erkämpft und ist nun Varys Sos Galvus, Kaiser des Galäischen Reiches. Es steht zu hoffen, dass der neue Kaiser noch eine Weile damit beschäftigt sein wird, seine Macht im Reiche zu festigen. Das ist nur eine Frage der Zeit, denn es gibt niemanden mehr, der ihm seine Macht streitig machen könnte. Und womöglich geht das Kaiserreich unter seinem jungen Herrscher letztendlich gestärkt aus den Unruhen hervor. Die 14. Legion und die Besatzungstruppen in Alamigo stellen noch immer eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Momentan haben sie sich in ihren Stützpunkten verschanzt, aber das kann sich schnell ändern. Ja, die Lage ist ernst. Varys ist als Kriegstreiber bekannt, der seit jeher die Eroberung Eoseas befürwortet. Wenn das Kaiserreich seine Legionen in Bewegung setzt, wird Eosea brennen. Wir müssen handeln. Wir dürfen uns nicht länger in kleinlichen Streitigkeiten verzetteln, die schon zu den Kämpfen an der Cardenoer Front geführt haben. Limsa Lominsa, Uldar, Gridania und auch der Kirchenstaat Ishgard müssen sich zu einer großen Allianz zusammenschließen. Nur vereint können wir darauf hoffen, den drohenden Sturm zu überstehen. Die Zeit läuft uns davon. Schon bald wird der Schatten Garlemalds erneut auf Eorzea fallen. Wenn Ishgard doch bloß nicht so stur wäre, sich einem Bündnis mit uns zu verweigern. Wie können die Kleriker und Ritter nur so blind sein, die Sturmwolken nicht zu sehen?
Noch mehr Sorgen bereitet mir, dass sich sämtliche Verteidigungspläne als ineffektiv erweisen werden, wenn wir sie nicht geheim halten können. Um unsere verwundbaren Stellen zu schützen, müssen wir den galäischen Spion schleunigst fassen.